jetzt! Ah ja, okay. Der Würfelspieler hat auch Probleme mit Sticker berühren. Ja, ist so eine Sache. Ich habe mich entschlossen, jetzt mal auf den Würfelspieler zu reagieren. Da mal das Ganze. Ich habe die Schnauze voll davon. Wir sind bei Boy X. Ihr seht jetzt, wie ein anderer spielt. Ich darauf reagiere. Ich sehe, das ist schon, es ist auch für den No Death, No No Probleme. Workshop-Spieler, der hat auch Probleme damit, ja, mit dieser Szene. Ich sehe schon, es ist ein, ist nicht ohne. Jetzt dann Schienen aus dem Fenster zu schießen, das wäre gar keine so schlechte Idee. Okay, den Monster unten kriegt Respekt. Ich glaube, das ist die einzige Lösung, die mal. Ich glaube, auf Waffen hätte ich noch setzen müssen, hätte ich noch irgendwie. Die Waffenverbesserung hätte ich noch irgendwie mehr reinziehen müssen. Noch irgendwie Kids finden, um das dann zu verbessern, aber. Ja, ist hier die unzensierte Version. Ich hoffe, mir wird sie nicht weggeclaimed. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, hier einfach wegzuballern. Und dann da rein. Ja, der hat schon natürlich Waffenverbesserungen, die ich nicht hatte. Darauf kam es wahrscheinlich an. Du konntest, dann waren die auch nicht so schwer, dann hatten wir auch den Durchgriff über sich. Noch ein bisschen leveln gehen und so weiter, aber darauf hatte ich bei bestem Willen keinen Bock. Jetzt die Luft frei, jetzt kann sich die KI darauf konzentrieren, den Sticker auszusuchen. Na komm. So, help me out over here, will ya? Ab nach Labo X. Die KI ist echt eine Last. An manchen Stellen. Viel zu lange gebraucht. Für manche Sachen. I've looked, but there's very little information about Lab X. Ja, hier Credits an die Markenzeichner, Wasserzeichner morgen drin. Den Workshop-Aussteller ist natürlich nicht. Ich hoffe, das geht in Ordnung und kriege davon einen Claim. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, ich kann damit meinen Wölfe besteigen in 3 Let's Plays so ein bisschen abrunden. Das war's zumindest noch zu Ende kriegen. Hier wird das mal alles eingesammelt. Die Skette mit den Codes. Und das hätte ich auch nie gefunden. Das da. Da brauche ich selbst schon als. Das Versteck dort zu finden, wie man da durchhüpft. Da ist. Ja. Da brauche ich schon den Wurzel. Ach so, jetzt das Update, dass man hier, ja, dass man den. Schweren mit der Axt von hinten machen kann. Axt-Upgrade. Okay. Mit unzensierten Versionen. Interessant.
meiner Version, der zensierten Version, wurde zweites Regime gesagt. Okay, warum man das zensieren musste. Ey, ich habe keine Ahnung. Okay, ein bisschen sneakiger vorgehen ist vielleicht auch eine gute Taktik. Ja, das ist. Oh, andere. Ja, andere Gesten haben wir auch nicht ausprobiert. Wenn die Axt auch ein bisschen level ist, dann kannst du die auch auf einmal werfen und einen damit ab und abschmeißen. Und dass der natürlich animiert. Jetzt geht der ganze Scheiß wieder los. Ah, den, mit dem hat man auch zu tun. Nee, so nicht. Wenn man die Waffen verbessert hat und ein höheres Level hat. Und dauert es auch nicht so lange. Herausgefunden, wo sich die Terroristen verstecken. Wenn ich ausschalten will, flüchte ich mit Jutu in die Katakomben von Paris. Dort infiltrieren wir das Hauptquartier der Terroristen. Wir werden sie benutzen, um gegen die Treulosen zu kämpfen und Operation Aufstieg zu starten. Meine Laser und ja. Ein Käfer. Für ein bisschen das mehr Käfer als Hunde. Ja, und da war es dann vorbei. In diesem Raum, da waren einfach zu viele Gegner für mich. Ich hätte es lieber selbst gespielt, ich hätte es lieber selbst geschafft. Das wäre für mich eine Errungenschaft gewesen, das Spiel durchgespielt zu haben, aber ja. Dann nochmal zu. Also, ich sehe es nicht ein, in diesem Spiel trainieren zu gehen. Es wäre halt nötig gewesen, hier nochmal irgendwo Nebenmissionen anzunehmen und spätestens an dem Punkt, wo man dann aus der. Aus der Kanalisation raus und wie es da aus dem Gebiet versteckt wird, wo die. Ja, irgendwie hätte man sagen können, dass die Abby das jetzt übernommen hat und dass man da jetzt wieder zurück kann, aber das macht für mich keinen Sinn. Wir sind da rausgegangen, um zum Labor X zu gehen und dann macht das auch storytechnisch. Ja, gut, was macht ja storytechnisch schon Sinn in diesem Spiel? Er versteht vielleicht, das ist da. Man steht schon vor dem Endgame. Da geht man nicht nochmal zurück und übt nochmal ein bisschen. In anderen Spielen vielleicht, aber in dem Spiel. Ich wollte das zu Ende bringen. Wir hören hier die englische Synchronisation. Auch gut, könnt ihr das mal hören. Wie es anders klingt. Wie es im Original klingt. In der deutschen und englischen. Synchronisation, ja, das würde ich sagen. Auf zur Tür. Die habe ich auch versucht aufzustemmen. Einmal ist es mir geklappt. In der Aufnahme, ohne Aufnahme. Also, beim privaten Spiel ohne Aufnahme. Da war der Roboter lang genug abgelenkt. Dass wir zur Tür konnten. Danach geht es weiter mit dem nächsten Kampf, werdet ihr gleich sehen. Das ist danach.
Danach geht's genauso weiter nach der Tür. Da habe ich gesagt, nee, komm. Ich hab's wirklich durchgeschafft. Durch diese Tür dort. Bin ich da durchgeschlichen, während die anderen dort noch. Wenn da noch alle Nazis im Raum waren. Sorry, ihr Regime, Leute. In Wolfenstein 2 hatte ich noch die teilweise, so an manchen Stellen, so die Motivation, aber auch nicht immer. Manchmal bin ich auch durchgerannt. Ein bisschen auch die Motivation an Orten, so ein bisschen Nazis auszuschalten und den Raum sauber zu machen. Ich erinnere mich auch an Wolfenstein 2, da gab es auch Hangar-Szenen, die da auch so, die waren auch schon uff. Aber die waren uff nicht. Ich breche das Let's Play ab und fertig. Warum weiter spielen? Es gab in allen drei, in allen zwei Wolfenstein-Teilen vorher Szenen, die sehr uff waren. Die auch hart waren im leichten Modus, aber das ist hier wirklich Gegner gespammer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer was daran noch toll finden soll. Nicht random Gegner killen will und Ego-Shooter mit ohne Story einfach. Ja, ohne Story ist auch falsch, aber wenn ich einfach massiv Gegner Arena-Fights nach einer nach dem anderen sehen will, dann spiele ich COD oder irgendein anderes. Irgendwelche anderen Spiele, Battlefield, Call of Duty. Da muss ich nicht Wolfenstein für haben, da muss man mal. Das finde ich schade hier in diesem Teil. Wolfenstein war immer was anderes. Das war nicht dieses grundlose Rumgeballere. Das Rumgeballere mit Grund. Ja, das ist immer wenn du irgendwo so, wenn du irgendwie hingegangen bist, ja, es gab natürlich schon Arena-Kämpfe und Sachen, wo irgendwie das, wo viele Gegner da waren, aber die Teil 3 ist so ein bisschen. Da bist du halt hingegangen und dann. Ja, das verstehen nur die Leute, die 1 und 2 gesehen haben bei mir Let's Play oder selbst gespielt haben. Es ist halt was anderes. Da irgendwie so Etappenziele zu haben, hast du ja auch, aber dass da tolle Charaktere, dass du eine Story ein bisschen, wo du dich ein bisschen mit verbindest, wo. Ich hab schon früher einen Part gemeckert. Und es hielt sich in Grenzen. Es war nicht so wirklich, hier hast du halt wirklich. Komm rein, hast das eine Gebiet abgeschlossen, du kommst ins nächste Gebiet. Jo, hier. Hast nochmal 100 Gegner abgeschlossen, die nächsten 100 Gegner. Komplett random. Also wirklich komplett random, das stört mich halt. Die komplette Banalisierung von diesen Kämpfen. Ja. Hey Jess, so, when this is over. Wanna go to the Kansas City Computer Convention? Das hatten wir schon mal.
Are you kidding? That sounds awesome, Abby. Hold it. Da geht's weiter, bis er schaut. I believe in you, sis. Thanks, sis. Und ist immer noch nicht vorbei. Ja, nächste Arena Fight. Und wir wären da nicht weitergekommen, wenn ich jetzt noch weiter versucht hätte. Wenn ich das geschafft hätte, wäre der nächste Raum gekommen. Ich wäre da nie durchgekommen. Es ist wirklich, ja. Vier, fünf Arena-Kämpfe hintereinander, das ist da. Das macht dann keinen Spaß mehr. Tut mir echt leid für alle, die das sehen wollten. Wie ich das durchspiele. Auch hier, da liegt ein Körper auf der schnellen Leiche. Liegt es halt einfach. Werden wir noch erfahren, warum das. Und in Wolfenstein 2 hatten wenigstens und Wolfenstein in New Order. Hatten wenigstens noch die Arena-Kämpfe Story drin. Also hat es dann wirklich. Das ein Arena-Kampf danach kam, kam der Begründung, warum du den Arena-Kampf gemacht hast. Und den Hangar zu gründen. Die Hangar-Kämpfe waren für mich das Schlimmste. Das waren für mich die großen. Und dann bist du dorthin gegangen, um den Zug zu klauen und das Geheimlabor zu entdecken. Und danach hast du es auch entdeckt. Also du. Das ist eine große Halle, in der 100 Leute waren. Wenn du die besiegt hast, kamst du weiter oder nicht besiegt hast, durchgerannt bist. Warst du da und dann, ja. Erst eine Halle mit einem großen, riesigen, unbesiegbaren Roboter und 100 Leuten mit kleinen Soldaten. Die Zitadelle zum Beispiel, die gab es in Wolfenstein 2 einmal. Ist das ein normaler Gegner? Die Zitadelle. Die Zitadelle gab es einmal in diesem verseuchten Gebiet dort. Es war ein Gegner, der ganz rar einmal. Es war ein Endboss, der da eingesetzt wurde. Hier wird ausgewürfelt, wie der reingepackt werden. Das ist da wirklich random. Und selbst die Kommandanten haben Sinn ergeben. Die Kommandanten hier. Kannst du auch am Leben lassen. Wolfenstein 2 ist die Kommandanten ausgeschaltet, damit die nicht mehr Alarm rufen. Und hier scheinen die irgendwie trotzdem noch Alarm zu rufen. Ist da. Ja, hier Waffenverbesserung, das wär's halt. Da haben wir auch nicht genug Level gesammelt für uns. Ja. So, auf in den nächsten Gebiet, nächsten Bereich. Erstmal einen Gruß dafür suchen. Und das mach mal, während du da noch nicht alle ausgeschaltet hast. Während dir noch Leute auf den Fersen sind. Die Datasette. Diskette, sorry. Bei allem Hass. Ich würde gerade bei allem Liebe sagen, aber nein. Türcode 1234, okay. Der hätte ich gequittet. Das ist ein No-Go. Türcode 1234. Ein Geheimlabor X. Verarsch mich doch nicht. Da sieht man wieder, wie random das ist. Wäre das gegangen, wenn man es probiert hätte? Da hat das Herz nicht nötig. Ja, sicher.
Lass mich raten, jetzt kommt hier noch Bosskampf. Ja, die zwei Schlüsse und dann der Bosskampf. Nee. Gegen so einen großen Turmboss-Dings. Hätte jetzt nicht gewollt. Jetzt vor den Schlüssel vom Kommandanten. Was tust du? Luxusspieler. Ein hübscher Wand. Warten, bis er herkommt. Ja, so eine Taktik. Und das ist der zweite. Aha. Eine hübsche Statue. Mehr oder weniger hübsch. Na, das ist der zweite Schlüssel. Der Duster. Ach, der ist da unten. Direkt neben der riesigen Kinderroboter. Ja, logisch. So geht das also sneaken. Okay, now open the computer for me. Der hat auch nicht Bock, alle auszuschalten. Man sieht's. Das ist den großen Film. Wie wisst das von hier oben? Jetzt so will er das. Jetzt solche Kämpfe, wo man einfach nichts mehr sieht. Finde ich großartig. Zerre Stürmer 2. Das hat auch nicht immer geklappt. Dass die da nicht. Dass die nicht reagiert und. Ja, genau das. Es ist so kaputt. Bis die mal drauf reagiert und dich heilt. Du stehst direkt neben ihr und reagiert nicht. Genau das. Genau das. Kill sie. Grill sie. Kill sie, grill sie. Ich sehe es, dass der Rogue-Shoot-Player auch keinen Bock drauf hat. Ich lag neben dir. Nichts neben ihr und. Heil mich bitte, heil mich bitte! Nö. Ich kämpfe hier erstmal gegen den riesigen Soldaten hier. Also am besten spielt man das hätte ich von Anfang an. Das hätte ich im Koop mit Modi gemeinsam spielen sollen. Ich weiß nicht, ob Modi Bock drauf gehabt hätte, aber wahrscheinlich ja nicht. Das muss man Koop spielen, weil das der NPC, die KI ist einfach. Die ist scheiße. Auch solche Sachen wie mit der Litfaßsäule, die kannst du. Wie ist er gerade, er oder sie hier gerade gestorben? Die Soldaten sind auch um die Lasersoldaten sind alle zu schwer.
im leichten Modus. Ich habe es im leichten Modus gespielt. Hätte ich ja wahrscheinlich auch. Sieht ähnlich schwer aus. Wenn nicht wissen, wie das im schweren Modus ist. Spieler, kannst du wenigstens noch durchs Mikro brüllen. Komm jetzt mal her hier. Gerade bei den Litfaßsoldaten und bei den, lass mal sagen, jetzt Prio 1 hier. Komm, komm, Sticker drücken. wir rennen hier durch. Wenn wirklich beide konzentriert, ich glaube, du kennst, wenn nur in beidem, wenn du mit einem Koop-Spieler spielst, hättest du dich auch das konzentriert überall durchschleichen können. Weil die Panzerungen sind stark genug, dass du sagen könntest, dass du nur, die halten ein paar Schüsse von hinten aus, also die halten das aus, das Tor zu öffnen, während sie von hinten angeschossen werden. Das ist also, wenn du halt konzentriert sagst, ja, wir rennen jetzt gemeinsam zu dem Tor und öffnen das Tor. Jetzt sagen können wir scheißen beide gemeinsam hier auf drei öffnen über das Tor. Scheiß drauf, was hinter uns passiert und jetzt schaffen können. So jetzt Zwischensequenz. Nimm da die Schutzwort. Überraschung, der Vater war die ganze Zeit. Ein Geheimversteck, der war die ganze Zeit gar nicht in Gefahr, das war alles gut und gut. What the? Daddy? Oh my God. Is this real? My babies. My babies. Oh. Back in the 60s, this was the only chance we had at stopping the Führer. It could open doors to other places, but then one day it was gone. Anybody follow you? I don't think so. The Nazis hardly come down here unless they have to. Didn't the Nazis capture you, Daddy? No, Pumpkin. I'm hiding out down here on my own doing, trying to get the door back open and fix it. Was ist doch? Der Fix hat sich die ganze Zeit hier unten versteckt. What did you break? The world, so. Oh, come on, Daddy. You killed Hitler. Hitler designed some this kind is of the story is crap. When he died. Story is so bullshit. Max was the first to notice it. Disruptions in the weather patterns, freak thunderstorms, hurricanes, the rains. Why didn't you tell us? Die Stauze. Sets calculations. Only led to one thing. Someday soon this world will er versteckt sich und lässt seine Töchter da für sich kämpfen. Ach, komm! After Seth died, his notes led me here. French Nazi lady tried to make me an errand boy for their cause, but I saw through her lies and I located this. Blasko, William J. Blaskovich. Open the door. BJ Blaskovich. Why? Terror Billy. I tried to use it like Seth told me to, but will nicht mehr kämpfen. Arsch mich nicht. I got hit by a. I seen a truth that made me question everything. Ist natürlich der Bär, der sich versteckt. There's another dimension. One of hundreds. Separated from us by the vastness of time and space and. Oh my God. What is it? It's another world where everything's all right and you're there living your lives like you're supposed to. But in another universum. It's not like this world. This goddamn world is doomed because of me.
Ein paar Nazi-Soldaten. That's bullshit. You said something out on the plains. Remind me. When you look down that scope, your awareness narrows to the head of a pin. Remember? Yeah. Stop looking down that scope and start seeing what's around you. Whatever's in that other dimension, we live in this one, and we are gonna make goddamn sure it's a place worth living in. Just like you once did. What if it's too late? Then we keep fighting.